Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns an, welche Bewegungen wir von den Tourpros uns abschauen können, um mehr Leichtigkeit in unsere Eisenschläge zu bekommen. Dabei gibt es natürlich wie immer eine einfache Übung, wie ihr das Ganze nachmachen könnt. Mein Name ist Karl Füllwock, ich bin Golflehrer am Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Das heutige Video möchte ich einmal so starten, dass wir uns bei Tiger Woods jetzt diese zwei Bewegungen im Abschwung anschauen, die wir nachmachen müssen, um unsere Eisen mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Komprimierung zu schlagen. Gucken wir uns das Ganze einmal an. Und zwar, die Bewegung Nummer 1, die wir brauchen, ist das Reinfallen in den Ball. Was meine ich damit? Und zwar, wenn ich bei Tiger einmal den Kopf markiere und jetzt in die oberste Position gehe, dann sehen wir, was meine ich jetzt mit dem in den Ball hereinfallen? Und zwar der Kopf, die linke Schulter, die linke Hüftseite und das linke Knie fällt in den Ball herein. Was meine ich damit? Und zwar hier ist der Punkt, hier ist der höchste Punkt im Ausholen. Und bis der linke Arm ungefähr parallel zum Boden ist, sehen wir, dass der Kopf sich nach unten bewegt, also in diese Richtung bewegt. Sehen wir den Kopf, wie er sich nach unten und nach vorne bewegt. Das ist nämlich das Zauberwort. Wir fallen in den Ball rein, nach unten und nach vorne. Das sehen wir einmal an der Kopfbewegung. Wenn ich den Kopf wegbewege, sehen wir das auch an der Schulterbewegung. Ja, wenn ich hier wieder die Schulter markiere und einen Pfeil da reinmale, dann ist es so, dass auch die Schulter nach unten und nach vorne geht. Er fällt also mit dem Kopf und mit der Schulter nach unten und nach vorne. Das Ganze ist auch zu sehen an der vorderen Hüftseite. Auch die fällt nach unten und nach vorne. Und das Ganze ist auch zu sehen am Knie. Auch das geht nach unten und nach vorne in der ersten Phase des Abschwungs. Das ist also die Körperbewegung Nummer 1, die wir nachmachen müssen, wenn wir eine Einfachheit oder diese Leichtigkeit der Pros bekommen wollen und die Eisen besonders gut komprimieren wollen. Und das schauen wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer an. Das heißt, wir haben festgestellt, wenn wir ausholen, als erstes wollen wir auch für die Eisen, um die Eisen gut zu komprimieren, wollen wir eine volle Drehung erzeugen. Und das Erste, was wir brauchen, um jetzt die Eisen gut zu komprimieren, und mit Leichtigkeit schlagen zu wollen, ja, das heißt, wenn sich das Ganze einfach anfühlen soll, dann müssen wir in den Ball hereinfallen. Was meine ich damit? Das ist eben das, was wir uns bei Tiger angeschaut haben. Und zwar, wenn ich hier aushole, bis mein Arm parallel zum Boden ist, bewegt sich mein Kopf, meine linke Schulter, meine linke Hüftseite und mein linkes Knie in den Ball herein, Richtung Ziel. Ich falle förmlich in den Ball herein. Ja, das heißt, Knie, Hüfte, Schulter und Kopf bewegt sich von der oberen Position ein bisschen in den Ball herein. Ja, das ist also Step 1, was wir bekommen müssen, um einen guten Abschwung, um einen einfachen Abschwung gut aufzuladen. Ja, dann kommt Schritt Nummer 2. Ja, Schritt Nummer 2 ist, wenn wir in den Ball hereingefallen sind, dann wollen wir mit der rechten Seite feuern und auch tief gehen. Ja, das heißt, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, ist es, dass wir ausholen. Wir fallen in den Ball herein. Wir haben gesagt, Kopf, Schulter, linke Hüftseite, linkes Knie fällt in den Ball herein. Ungefähr bis mein linker Arm parallel zum Boden ist. Und jetzt möchte ich mit meiner rechten Schulter nach unten und nach vorne gehen. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen so an, wenn ich hier in dieser Position bin, als ob ich mit meiner rechten Schulter zu meiner rechten Hosentasche kommen möchte. Also ich habe ein Crunch-Gefühl. Und ich möchte meine rechte Schulter vor meinen Ball bekommen. Ja, das Ganze probiere ich jetzt schon mal mit Ball aus. Es fehlt aber dann noch eine Sache mit den Armen, die wir uns anschauen müssen. Aber alleine dieser Tipp schon oder diese Vorgehensweise, dass wir sagen, wir holen aus, wir fallen in den Ball herein und dann feuert die rechte Seite unten durch, die kann uns auch schon helfen, um die Eisen gut zu komprimieren. Ich gucke mir das Ganze also einmal an. Ich stelle mich ins Setup, ich hole aus, ich fall rein, die rechte Seite geht unten durch. Mal gucken, was dabei herauskommt. Ich
Wenn ich dieses Gefühl habe, wir gucken uns den Schwung nochmal in der Zeitlupe an, dann sehen wir, erst geht die linke Seite vor, ich falle in den Ball herein und dann bewegt sich meine rechte Schulter tief unten durch, um den Ball wirklich knackig zu treffen. Das ist also das, was der Körper machen muss, um den Ballsatz zu treffen. Jetzt gucken wir uns noch an, was die Arme parallel dazu machen und ein klitzekleines bisschen, was das Handgelenk dazu macht. Ja? Ganz viele haben nämlich das Problem, dass die Arme in diesem ersten Impuls viel zu sehr nach vorne gehen. Was meine ich damit? Das heißt, wenn ich hier aushole und jetzt mich hier nach vorne bewege, dann gehen die Arme viel zu weit nach vorne rein. Wenn wir uns einmal aber bei Tiger anschauen, was die Arme machen, dann ist es alles andere, als dass er dabei nach vorne fällt mit den Armen. Gucken wir uns das auch hier einmal an. Wenn wir aufschwingen und jetzt bei Tiger oder mal eine gerade Linie nach unten malen an der linken Schulter, dann sehen wir, was Tigers Arme machen. Die bleiben innerhalb dieser Schulterlinie. Ja? Bei ganz vielen Amateuren wäre jetzt wären jetzt die Arme außerhalb vom Körper. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Was meine ich also damit? Im Übergang, wenn ich in den Ball hereinfalle, dann sehen wir, wie Tigers Arme auch wieder nach unten gegangen sind und eher innerhalb vom Körper sind. Was ich bei ganz vielen Amateuren sehe, ist, dass die Arme in diesem ersten Abschnitt schon in diese Richtung sich bewegen. Und das wollen wir vermeiden. Das heißt, während wir in den Ball hereinfallen, arbeiten wir daran, dass die Arme innen bleiben, hinten im Körper. Es fühlt sich so an, als ob der linke Arm fast sogar ein bisschen gegen die linke Brust gedrückt wird, um wirklich hinten genug zu sein. Ja? Das ist also die Bewegung, was die Arme machen müssen. Das heißt, auf, in den Ball hereinfallen. Während ich in den Ball hereinfalle, bewegt sich mein linker Arm an meiner Brust herunter. Sogar so ein bisschen gegen meine Brust, ja, bevor ich ihn dann wieder mit der rechten Seite release. Kleines bisschen noch schauen wir, was wir machen müssen, wenn der Ball trotzdem nach rechts slicen würde. Und zwar ist es so, dass da häufig einfach die Schlagfläche zugeöffnet ist. Und da gucken wir darauf, dass wir einen ganz einfachen, simplen Trick machen. Die Schlagfläche hier, die wollen wir nach unten zeigen lassen. Ja? Jetzt zeigt meine Schlagfläche eher nach unten. Jetzt sollte der Ball auf gar keinen Fall mehr slicen. Wer gar kein Slicer ist, der braucht das natürlich überhaupt nicht. Das heißt, wir schlagen jetzt nochmal einen Ball. Wir gehen das Ganze einmal so ab, dass wir sagen, okay, ausholen, Kopf, Knie, Schulter nach vorne in den Ball hereinfallen. Währenddessen senke ich meinen Arm ab. Ich behalte den Druck zwischen meinem Arm und meiner linken Brust. Und dann feuert meine rechte Seite unten durch. Probiere das Ganze noch einmal mit Ball und schaue, dass ich wieder einen sauberen Ballkontakt hinbekomme. Bei beiden Bällen ist es mir ohne viel Krafteinsatz gelungen, jetzt eine ordentliche Geschwindigkeit aufzubauen. Und das kann euch auch gelingen, wenn ihr diese Punkte einfach nachmacht. Kommen wir gleich einmal zur Zusammenfassung. Fassen wir die Punkte noch einmal kurz zusammen. Was brauchen wir, um ja ohne viel Kraftaufwand jetzt unsere Eisen weit zu schlagen und vor allen Dingen sie gut zu komprimieren? Es waren zwei Körperbewegungen im Abschwung. Und zwar, wir holen aus, volle Drehung ist wichtig. Ja? Um zu einer vollen Drehung zu gelangen, markiere ich hier nochmal ein Video. Das heißt, volle Drehung, jetzt falle ich in den Ball. Fall heißt, mein Kopf bewegt sich nach unten und vorne. Meine Schulter bewegt sich nach unten und vorne, mein Knie bewegt sich nach unten und vorne und meine linke Hüftseite bewegt sich nach unten und vorne. Das ist Part 1. Jetzt kommt die rechte Schulter, die nach unten und vorne geht. Das heißt, ich bringe meine rechte Schulter gefühlt zu meiner rechten Hosentasche und bewege sie dann nach unten Richtung Ziel. Ja, das war die zweite Körperbewegung, die wir brauchten. Was machen unsere Arme dabei? Wir haben das Gefühl, als ob mein linker Arm in diesem ersten Teil, während ich in den Ball hereinfalle, er an meiner Brust heran bleibt. Und wer es leist, versucht die Schlagfläche schön nach unten zu drehen. Dabei können wir versuchen, das Gefühl zu haben, wirklich den linken Arm
wegzuschleudern vom Körper. Aber wir wollen das Ganze heute einfach halten. Und wir haben gesagt, wir brauchen zwei Bewegungen, die wir machen wollen, die wir uns abgucken können von den Tourpros, um unsere Eisen einfacher weiterzuschlagen und besser zu komprimieren. Ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.